Also alles da, auch rund um den Hauptbahnhof, eigentlich bis in den Prime Tower führen, ist sehr gut möglich, dass das meine Bienen sind, die hier auf Besuch kommen. Mein Name ist Ronny Ochsenbein. Ich bin Berufsimker in Zürich. Wir stehen hier auf dem Dach vom Hotel Marriott. Da hat es 19 Bienenvölker in dieser Reihe. Immer wieder zu sehen, wie die Völker im Frühling starten, wie sie wachsen, wie sie gross werden. Dann im Sommer mit dem Honig ist der Kasten so hoch, pumpenvoll mit 60'000 Bienen. Einfach so, ja, die Leistung, die die Bienen bringen, den Honig, den wir ernten können. Und einfach so, ja, einfach das Schaffen, das Volk, wie das als Ganzes einfach immer funktioniert. Es hat ihnen niemand erklärt, wie es geht, und trotzdem funktioniert es alle Jahre. Also es ist mega faszinierend, dass immer wieder zu sehen, wie das einfach funktioniert, der ganze Organismus Bienenvolk. Jetzt haben wir hier gerade wieder die grüne Königin. Die sucht jetzt leere Zellen, wo sie ein Ei legen kann. Die Königin hat immer einen Tupf auf dem Rücken, damit ich sie besser finde. Das Jahr ist grün, darum hat die einen grünen Punkt, weil die ist von diesem Jahr. Das letzte Jahr haben wir rote gehabt, und das ist international, es gibt 5 Farben. Und dann wissen wir immer, wie alt das Königin ist, von welchem Jahr das sie ist. Weil eine Königin wird maximal 5-jährig, darum 5 Farben. Wenn natürlich eine Königin so 2'000 Eier am Tag legt, kommen 3 Wochen später natürlich 2'000 Arbeiterinnen pro Tag auf die Welt. Die ist jetzt ganz frisch. Und da sehen wir jetzt noch ein bisschen Brut. Da unter diesen Deckel unten, da hat es Brut drin, also da schlüpfen demnächst frische Bienen. Jetzt hier haben wir eine Brutwabe, da hat es fast kein Futter drauf, nur oben durch ein bisschen. Das ist jetzt komplett voll mit Brut. Also da unten, das ist Brut, da kommen die junge Bienen raus, und da oben durch, da ist Honig drin. Da in diesen Zellen, die leer sind oder wo leer scheinen, da hat es Eier drin, so 2 mm lange weiße Stiftli. Aus diesen Eiern schlüpft dann ein Mädchen. Und aus dem Mädchen verpuppt sich dann ein Bienen. Da kommt gerade ein Bienen auf die Welt dazu. Machen Platz für ein Einchens. Die schlüpft jetzt gerade aus ihrer Zelle raus. Also das Bienen da geht auch noch mal rein. Also das Bienen tut von inwendig den Zeltdeckel aufbeissen und kommt dann raus. Nachher legt die Königin wieder ein Ei rein und dann geht der Zyklus wieder von vorne los. Also da hat jede hat seinen Job, den sie macht, fürs Allgemeinwohl. Also da denkt keine für sich. Sie leben relativ kurz. Die leben nur etwa 40 Tage und die krampfen sich kaputt fürs Gesamtwohl. Also wirklich einfach das Gemeinschaftliche. Es funktioniert nur als Ganzes. Kein Bienen allein ist überlebensfähig. Also ein einzelnes Bienen oder eine einzelne Königin würde nie einen Winter überleben. Es geht immer nur als Volk, als Ganzes. Auch wenn ein Bienen sticht und dabei stirbt, dann macht sie das, um das Volk zu schützen. Also sie macht das für das Gemeinwohl. Der Vorteil ist, dass es da mehr Nahrung gibt für die Bienen und vor allem das ganze Jahr gleichmäßiger Nahrung hat mit all diesen Bäumen, mit diesen Perken. In der Stadt blüht immer etwas. Also den Bienen in der Stadt geht es besser als denen auf dem Land. Und gerade im Frühling haben wir hier Kastanienbäume, wir haben Ahorn, es hat Akazien in der Stadt. Also im Frühling haben wir sehr viele Bäume. Den Sommer durch sind es dann mehr Blumen aus den Perken und aus den Gärten. Und jetzt kommen das Zuckerwasser rüber als Ersatzfutter für den Honig, den wir weggenommen haben, damit sie im Winter genug zu fressen haben. Der Stadthonig schmeckt ganz klar anders als der auf dem Land, weil wir auch zum Beispiel, wir haben nicht Obstbäume da, wir haben andere Pflanzen da. Ich habe das Gefühl, der Stadthonig hat immer einen leicht zitronigen, also einen Zitrusgeschmack. Also wenn ich in den Schleuderraum reinkomme, ich schmecke immer gerade, wenn wir Zürich Honig geschleudert haben, weil er einfach wirklich anders schmeckt.